Man liebt einfach Musik so. Und dadurch habe ich angefangen, Musik auch zu lieben. Musik, Mode und Kunst haben sich schon immer beeinflusst. Ob es in New York war, in den Straßen, wo die B-Boys Breakdance getanzt haben, oder auch hier in Berlin, wo Street Art nicht nur an den Wänden hängt. Und deshalb treffe ich hier heute Bad Chief, um herauszufinden, wie er zu dem Künstler geworden ist, der er heute ist, wie er Musik und Kunst miteinander verbindet und was auch diese Stadt für ihn bedeutet und wie sie ihn beeinflusst hat. Wir sind jetzt in Charlottenburg. Und ich glaube, diese Straße ist für dich auch eine besonderere als ein paar andere, oder? Absolut. Also hier, ich glaube, mein bester Homie, nachdem er hierher gekommen ist, 2 Monate danach da gewohnt. Und das war so die erste große Anlaufstelle für mich in Berlin dann. Und dann hast du mehr Zeit da verbracht oder warst auch mal da? Also da einfach immer gepennt, egal wo so. Also auf der Couch. Wenn er nicht da war, habe ich die Wohnung übernommen. Wenn er zurückkam, wieder auf der Couch. Okay, du bist in diesem Vorort von München aufgewachsen. Es war auch immer viel Musik in deinem Haus, ne? Mein Vater hatte schon immer sein Studio sozusagen im Keller. Und deswegen kannte ich dieses Leben von jeden Tag ins Studio gehen und üben und was auch immer, war mir bekannt. Und habe immer mit ihm abgehangen da unten. So. War auf jeden Fall cool. Mein Vater ist ja auch sehr, sehr erfolgreich mit dem, was er macht oder gemacht hat. Was hast du von ihm gelernt, auch so musikalisch? Ich glaube, das, was am wichtigsten war, was ich gelernt habe von ihm, war so dieses Rhythmische. Weil, ich meine, er spielt Percussion als sein Main-Instrument, aber kann auch irgendwie alles andere. Er liebt einfach Musik so. Und dadurch habe ich angefangen, Musik auch zu lieben. Als nächstes hier ist 808. Wenn du in Berlin warst, dann auf jeden Fall auch da, ne? Ja, Mann. Das war auch oft der Grund, warum ich hergekommen bin. Also zum Arbeiten, zum Auflegen. Und so. Ich verbinde viele schöne Erinnerungen an den Laden. Ich glaube, so der einzige Club, wo auch wirklich so... Ich muss auch ehrlich sagen, so, ich... War nicht mal einfach Skepta da oder Stormzy oder das war alles doch, so... Das Booking von denen war krass, weil die haben immer so... Wenn die Konzerte gemacht haben oder so, haben die diese Aftershow-Partys immer hier gemacht. Und irgendwann leg ich auf, dreh mich um und da steht Burna Boy und ich so... Was geht ab, Mann? Warum heißt du aber nicht einfach Shivan? Weil meine Mom nennt mich bei meinem richtigen Namen. Und deswegen wollte ich nicht, dass Leute, die in Zukunft vielleicht schlecht über meinen Namen reden oder gut über meinen Namen reden, den gleichen Namen benutzen wie meine Mama. Ich verbinde damit schöne Momente und, weißt du, familiäres. Für dich ja, das ist mein, das ist Mamas Name. Was inspiriert dich modetechnisch gerade? Oder was findest du interessant? Ich mag authentische Styles und authentische Looks. Wir haben über die Puma-Schuhe vorhin gesprochen und du meintest, dein Vater hat sie immer getragen. Ja, ich habe sie auch getragen. Immer, like, von, ich war bestimmt 8 bis 16 waren das meine einzigen Favorite-Schuhe. So. Weil das, ja, es war cool, es war dieses Hip-Hop-Ding. So. Hatte, glaube ich, 4 Farben und so. Letzte Station, hast du Statistik. Hier hast du ein Video gedreht, ne? Ja, genau. Da. Wie machst du es eigentlich, wenn du vorhast, ein Video zu drehen? Hast du dann ein Konzept schon oder eine Idee? Oder mit wem setzt du dich da zusammen? Wie läuft das ab? Ja, also meistens habe ich das schon beim Song machen. Ich denke manchmal erst an ein Video und dann mache ich den Song. Ich habe gerne so meine Finger im Spiel, wenn es darum geht. Aber ich bin offen für jeden Einwand und für jede Idee. Also das ist, glaube ich, so ein Miteinander und sowas. Warum kommst du immer wieder zurück nach Berlin? Ich habe so über die Zeit viele Leute kennengelernt hier. Und ich fühle mich hier wohl. Ich weiß noch, wo ich aus Bali zurückgekommen bin, bin ich nach München geflogen und war dann da erstmal für 3 Wochen oder so. Und dann bin ich das erste Mal nach Berlin gekommen danach mit Auto und bin hier reingefahren. Und war so, irgendwie jetzt habe ich so ein Zuhause-Gefühl. Bei Berlin? Ja, aber nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, so, ich wohne hier, sondern eher so dieses Ding von, weil hier bin ich hergekommen, war alleine so. Ohne irgendjemanden und habe einfach immer mein Ding gemacht. So. Und das ist, glaube ich, das ist das Schöne hier. Ich bin frei so. Ich wünsche euch alles Gute, haltet durch, bleibt gesund. MTV.
Kuss geht raus.